Electronom Beats, Rob Rilla Mix, Overland Studio, Alexaland. Zoals wie ik, heb ik vroeger zum Abendbrot in een Pfeife geraucht. Später macht ich sicher noch fertig, so dass man nachher deine Leiche beerdigt. Vielleicht mach ich zwischendrin ein bisschen Werbung, aber zuerst fang ich an mit deiner verfickten Bewertung. Rundgrenzig, 27 Jahre alt, saubere Jachte, niemals gesessen in der Strafanstalt. Benimmt sich manchmal wie ein Schlaumeier, schafft bei Brücker Architekten als Bauleiter. Oberflächlich immer wichtig, immer cool ausgesehen. Bonzenkind aufgewachsen, Goldküste Thunersee. Sieht aus wie 18, mit seinem Büblig Gesicht. Klein hängen geblieben, schreibt immer noch in Schnürli Schrift. Flow ist noch easy, manchmal ist schlecht heimt. Reimschema okay, außer ständig zu viel Zweckreim. Gut, ich weiss nicht, ob ich dadurch besser bin. Doch ich weiss, dass bei uns der Sound viel fetter klingt. Richtiges Equipment ist wichtig. Vielleicht gibt der Rob dir Rich Kid paar Mischtipps. Zu viel Anglizismen braucht, das hast du zu Herzen genommen. Und für das sind die Kerzen an. Du hast geheiratet und ein Töchterli daheim. Trotzdem werden von dir Mütter und Schwestern beleidigt. Ronny, ich glaub, du weißt öppe, was ich meine. Mann, schlussendlich seh ich in dir nur und möchte gern am Reimen. Han auch Mamis beleidigt, doch der Witz dabei, der hat man gemerkt. Bei dir hat man das Gefühl, mit jedem Wort du meinst es ernst. Jetzt zu deinen Punchlines, Kollegen, die sind recht verkrüppelt. Meine hingegen hochstehend wie ein Wettergückel. Deine Punch ist wirklich unterirdisch schlecht. Erstaunlich, was für Gedanken du in deinem dummen Hirn hast. Inhaltlich auch nur ein künstlicher Dünsch ist der Grund, warum ich dir so 4 von 10 Punkte gebe. Ja, aber nicht traurig sein, Mann. 4 von 10 Punkte ist nicht schlecht, ist knapp unter dem Durchschnitt. Stichst halt nicht so raus, Mann. Stichst halt nicht wie eine Tannennadel in das Game, oder was hast du Crap, Mann? Wow, ey, du stichst wie eine Tannennadel. Sorry, da muss ich drüber richten wie Wasserwagen. Schau, mein Rap ist viel schichtig wie Blattsalat. Und meine Punches sind verwickelt wie Stacheldraht. Shit ist zu abgefuckt, sick wie eine Rattenplage. Ich geb dir einen Uppercut, wirst gefickt bei dem Attentat. Ich schick dir ins Massengrab, bin aber kein Unmensch. Und schau das wieder zusammen, flick bis zum Vatertag. Sag mal, bist du Koks am Rauchen? Oder hast du meine Punches checkt und machst drum so grosse Augen? Was für Kindergarten, gib dir einen linken Haken. Und du kleine Spatte, fliegst bis auf Interlaken. Gut löscht das Licht, wir müssen Energie sparen. Doch sollst weniger mit dem Fetch seinen SUVs fahren. Sorry, du kommst ja das Level nie an. Außerdem bist du für Battles und zu sentimentalen. Lass das Lech an dich an, seh den Hass in deinen Augen. Mann, du aggressiver Lauch, sollst mal einen Hasch ins Pfeifen rauchen. Du hast keine Chance, denn ich habe Liebe für den Scheiß. Du hast kein Brot, trotzdem schmier ich dir mal eins. Oder ich schick dir ein paar Prügelknaben. So ein paar richtige Psychopathen. Du spürst einen Schlag und dein mickrige Hirn lampet aus wie die Insel in Süditalien. Leute wie du, die machen mir eine Freude. Denn ich paffe ein paar Joints und dann lache ich über euch. Das ist wie Knarren gegen Heu, Gabel, Drachen gegen Leu. Madden gegen Soi, jetzt hast du die Kacke da bereut. Du hast Angst, wenn in der Nacht bei einem Gewitter mit der Axt in dein Zimmer tritt. Dir Spass in den Kiefer bricht, bis du gewackelst und zitterst. Fast ein bisschen widerlich, doch du hast safe eine gute Haftpflichtversicherung. Haha, Ronig, ja du bist mir einer. Wie Krypto-Schürfer, chli viel am meinen. Kannst noch easy rhymen, doch wenn's um Punchlines geht, fällt dir nicht wirklich schlau sein, der ganz scheiß Tag. Ja, der Ronig, er wär gern schon bekannt, aber es läuft halt nicht so viel bei ihm im Berner Oberland. Schau, ich zerberste da den Punk mit mir gehärtetem Verstand, mit dem Herzen in der Hand und chli Schmerzen in meinem Schwanz. Wir haben Krieg? Nein. Das ist eine Massenvernichtung. Das ist genauso wenig ein Krieg wie ein Krieg zwischen Menschen und Maden oder Drachen und Wölfen oder Menschen, die auf Drachen reiten und mit Wölfen nach Maden werfen.